Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver in der Random Nuzlocke Variante. Und heute gehen wir nach oben und... Hallo Lance, erinnerst du dich an mich? Weißt du was, Sonja, du bleibst oben. Du machst es fertig, ich glaube an dich. Halt! Ach, dich kenne ich doch aus dem Fleckbornbrunnen. Dort hast du unsere Pläne schon einmal vereitelt. Ah, ich verstehe. Du legst es wohl darauf an, unseren Zorn zu provozieren? Nun, ganz wie du willst. Spüre die Rache eines Vorstandsmitglieds von Team Rocket. Ganz ehrlich, Freunde. Wenn ich mir so die Frisuren angucke von den ganzen Pokémon-Trainern. Der Typ, der diese Frisuren entwirft, der gehört gefeuert. Ganz ehrlich, der gehört einfach gefeuert. Keine Ahnung, was der Scheiß soll. So, wir beginnen mit Konfusionsstrahl. Wenn er sich zumindest einmal selber schlägt, lohnt sich das schon zum Teil. Zweimal würde sich natürlich bestenfalls am besten lohnen. Aber einmal, ja, dann konnte er wenigstens einmal nicht angreifen. Und diese Runde, die ich damit verschwendet habe, Konfusionsstrahl einzusetzen, wäre dann nicht komplett für den Arsch. Na komm, setz Horrorblick ein. Komm, tu's. Ich weiß, du willst es, aber du... Cool. Toll. Jetzt sind wir beide auch noch evangelisch. Egal. Du glaubst, ich würde einen anderen evangelischen Pokémon-Typen nicht töten? Da hast du recht. Ich schlag mich lieber selber. Aber er auch. Schön. Okay. Perfekt. Sonja, Glückwunsch. Du hast das Pokémon fertig gemacht. So. Wie viel kriegen wir? 684. Wow. Smogmog. Das ist mir zu riskant. Ich würde Sonja gerne die Erfahrung gönnen. Aber so ein Smogmog, der kann halt Finale, könnte Finale. Und ich will es einfach nicht riskieren. Ich meine, es wäre ziemlich dämlich, wenn er es einsetzt, weil er dann verloren hätte, aber... Er ist halt ein NPC. NPCs sind nicht die intelligentesten. Einfach mit dem fettesten, was wir haben, drauf. Ich weiß, Erdkräfte wären noch geiler, aber er fliegt in der Luft. Schlammbad ist okay. Das, mein lieber Freund, ist nicht okay. Jetzt kann ich ins Pokémon Center latschen. Dankeschön für nichts. Grr, verflixt und zugenäht. Sehr schön. Damit wärst du auch beseitigt. Schade. Sonja wäre damit ein Level aufgestiegen. Hm. Naja. Das nächste Pokémon, ne? Hyperball. Ach, habe ich euch eigentlich gezeigt, was ich euch in der letzten Folge zeigen wollte? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich habe es vergessen. Das wollte ich euch nicht zeigen. Obwohl, hier gibt es ja auch noch was zu zeigen. Und zwar, wir haben ja eine neue Sonja bekommen. Und Sonja ist scheu und prügelt sich gerne. Panzerhaut, Wert Volltreffer ab, war eigentlich von vornherein klar. Was mich aber ein bisschen irritiert ist, er ist scheu, oder sie ist scheu, aber prügelt sich gerne. Ich weiß nicht, wie das zusammenpassen soll. Ich weiß auch nicht, wie das aussehen soll, wie sie erstmal wegläuft. Und dann irgendwie ein Kissen verprügelt. Keine Ahnung. Ich stelle mir gerade vor, da kommt irgendwie so ein Pokémon an, das sie überhaupt nicht mag. Und sie flüchtet erstmal davor, läuft nach Hause, nimmt ihr Kissen und schlägt es zusammen. Das kann ich mir nur vorstellen, was da passieren könnte. Naja. Gehen wir uns erstmal heilen. Moment mal. Was haben wir eigentlich für Attacken momentan? Wir haben ja ein starkes Team. Mit ein paar Leutchen, die einfach keine Attacken haben. Power Punch, Hagelsturm, Eisenschweif. Genauigkeit von 75.
Sonja kann Eisenschweif? Aber es sind drei Pokémon, die stark sind. Bei Marcel bräuchten wir was und bei Lunation bräuchten wir etwas. Angeberei, Schlafrede. Nee, nichts. Aber der Gedanke kam mir gerade, als wir an der Spielhalle vorbeigelaufen sind. Wir waren ja noch gar nicht in der Spielhalle drin. Denn in der Spielhalle kann man auch irgendwo Sachen gewonnen. Was bist du denn? Mein Name ist Herr Zock. Juckt es dich nicht auch in den Fingern, wenn du jemanden beim Münzspiel zusiehst? Ich glaube, darin steckt der eigentliche Sinn des Lebens. Ist klar. Aber du scheinst einem Spielchen auch nicht abgeneigt zu sein, nicht wahr? Beim Münzspiel brauchst du nichts weiter als zu tun, als Münzen zu sammeln, wofür du im Gegenzug wunderbare Preise erhältst. Möchtest du dich am Münzspiel versuchen? Ja, wieso nicht? Klar. Prima, hier nimm den Münzkorb und da. Zero, verstaut ihn, hast du nicht gesehen. Dann zeig mir mal, was du so kannst. Also. Möchtest du, ja, spielen wir mal. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, um was es hier geht. Wir haben hier auf jeden Fall, wie heißt denn hier nochmal, Elektroball? Nein, Volteball. Mit Zahlen wie 2, 4, ist das die Wahrscheinlichkeit? Nee. Ach, in dieser Reihe sind 3 Volteball. Ah, das ist dieses Mining, ne? In dieser Reihe sind 0. Und da ist auch 0. Das heißt, ich decke hier mal auf. Ja, klar. Und ich glaube, das bedeutet, dass hier auf jeden Fall eine Bombe ist. Okay, wir haben diese Bombe schon mal ausgemerzt. In dieser Reihe sind 3 Bomben. Und in den anderen sind überall 1. Hier sind auch 3. Was bedeutet, dass hundertprozentig da 1 ist? Hundertprozentig ist da 1. Oder es bedeutet, dass 3 Kästchen weiter eine Bombe ist. 1, 2, 3. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, je mehr Münzen ich bekomme, desto wahrscheinlicher ist da, dass da halt ein Volteball ist. Also wenn hier 3 sind, ne? Nehmen wir einen weg, dann sind das nur noch 2. Wir müssten woanders noch eine finden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass überall eine ist. Ich hab gewonnen! Alle Tafeln, unter denen sich eine 2 oder 3 verbirgt, ist aufgedeckt. In dieser Partie kannst du keine weiteren Münzen mehr sammeln. Alles gut abgezogen! Ich hatte recht. Ich hatte recht. Aber hat das jetzt was mit der 3 zu tun? Weil hier ist auch eine 3 und da ist dann auch... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bedeutet einfach nur 3 Vorsicht, Gefahr. Er steigt auf Level 2 an. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Spielen. Komm, spielen wir, bis wir versagen. Also, hier haben wir schon mal keine. So, hier haben wir 3. Ich nehme mal an, dass da eine ist und da eine und hier keine. Ach Gott, verarsch mich nicht, Spiel! Ja, gut. Passiert. Ja, komm. Spielen wir doch mal Level 2. Okay. So. Bedeutet das etwa, dass in diesen Reihen alle keine Bomben sind? Und da sind 2? Quatsch. Ich meine, allein hier sind 2. Und wir haben nur eine Reihe mit Nullern.
Das war Glück. Okay, hier ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Das ist so gemein. Es ist so gemein. Was bedeutet das hier? Ach, die Münzen, die da versteckt sind. Ah! Okay, hier sind 6 Münzen insgesamt versteckt. Hier sind 4 versteckt. Hier sind 6 versteckt. Soweit, so gut. 5. Und eine 1 haben wir noch. Das heißt, hier lohnt es sich überhaupt gar nichts mehr aufzumachen. Hier dürfte sich noch lohnen, was aufzumachen. Aber ist natürlich gefährlich. Aber da hier nur einer ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass hier... Genau. So, damit sind wir hier durch. Hier sind wir durch. Hier müssten wir noch unser Glück probieren. Ich bin wahnsinnig. Ich bin einfach wahnsinnig. Und hier muss irgendwo noch eine 2 sein. Was, eine 1 ist hier nur noch? Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, okay. Also. Wir haben hier 5. Das heißt, es gibt noch eine 1 und 2 Bomben. Hier haben wir 6, hier haben wir bereits 5. Das heißt, nur noch eine 1 und eine Bombe. Ich denke mal, hier ist clean. Ich weiß, die 1 bringt jetzt nicht viel, aber ich wollte es wenigstens lösen. So, hier haben wir 3 Bomben, was sehr gefährlich ist. Wir haben hier diese Bombe gefunden. Das ist die hier. Kann ich die nicht irgendwie markieren oder so? Ja, keine Ahnung, okay, egal. So, wir haben die Bombe markiert. Die Bombe haben wir auch gefunden, ne? Hallo? Nein! Ich wollte es markieren! Ach Gott, ich wollte es doch markieren! Ach, da wären die 3 gewesen. Ja, ich hätte viel zu viel Angst gehabt, das aufzumachen. Wollen wir eine Runde geht noch. Komm, eine Runde geht noch. Oder auch nicht. Das Schicksal hat entschieden. Ich habe zu schnell geklickt. Komm, gehen wir weiter. Finde ich cool. Das war ein bisschen Nervenkitzel, ne? Das war ein bisschen Nervenkitzel. Kann man schon nehmen. Wollen wir jetzt ein Pokémon Center? Ja. Okay. Dann gehen wir doch mal hoch zum Vorstand. Wie hieß sie nochmal? Jacqueline, ne? Jacqueline. Nein, das war der falsche Weg zu Jacqueline. So, hier oben ist ja die liebe Jacqueline. Hallo Jacqueline. Athena, so hieß sie, genau. Aber ist auch genauso ein dämlicher Name. Ach, dich kenne ich doch noch aus unserer Geheimbasis in Mahagonia City. Damals hast du mich besiegt, aber nun wirst du es nicht so einfach haben. Denn dieses Mal bist du ganz auf dich allein gestellt. Kinder wie dich schaffe ich mit links. Ich rate dir, zieh dich warm an. Und wieder haben wir eine Person mit einer verdammt hässlichen Frisur. Immer was ist denn das? Ach Gott. Naja. Wir haben hier ein Arbok. Das höchstwahrscheinlich zu 100%iger Wahrscheinlichkeit ein Giftblick beherrscht. Aber er ist halt ein Gift-Pokémon und wir haben eine Bodenattacke. Komm, setz deinen Giftblick ein. Ja. Scheiße. Ich hoffe, das führt zu keinem Problem. Sauber. Hat funktioniert. Ja, das können Sie sehen lassen. Komm, wir machen mal Dunkelklaue. Wir machen doch mal Dunkelklaue, da habe ich zu schnell gesprochen.
Ach. Ich kann es echt nicht gebrauchen, dass ich noch mehr Leben verliere. Sehr schön. Sonja erreicht Level 27, das ist gut. Abgesang. Können wir das gebrauchen? Eigentlich ist das unser Todesurteil, oder? Wer diese Musik hört, wird nach 3 Runden besiegt. Rettung durch Tausch. Ist das möglich, dass ich Sonja eintausche und beim anderen Pokémon geht das doch noch runter? Ich glaube schon, ne? Das ist dann richtig gut. Komm, wir machen das, wir machen das. Das hört sich richtig gut an. Das könnte ein absoluter Finisher sein für das letzte Pokémon, das der Gegner besitzt, wofür ich keine Stärken habe. Und nur Schwächen. Kramux. Meint ihr, Sonja kriegt das hin? Ich sollte jemand anderen einsetzen. Definitiv. Weil wenn er gleich als letztes Pokémon irgendwas richtig Heftiges hat, wo ich keine Chance gegen habe, dann mache ich Abgesang. So, Surfer. Nachtnebel. Das dürfte eigentlich nicht so viel abziehen, ne? Ja, es ist in der Schmerzgrenze, sagen wir es so. Aber der Surfer von meinem T-800 ist auch ziemlich stark. Ziemlich stark. Er hat gerade meinen ganzen verdammten Plan umgeschmissen. Scheiße. Okay. Sonja, abgesangt. Das ist ein Giflor, Freunde. Gegen ein Giflor haben wir momentan einfach rein gar nichts. Und Sonja, wenn er nicht Megasauger hat, dann... Okay, er hat Megasauger. Aber ich glaube an dich und deine Macht, Sonja. Ich glaube, du überstehst 2 Attacken. Ja, tust du. Und was Gute ist, die Volltrefferquote betrifft gleich 0. Weil Sonja einfach geil ist. So, Abgesang, 3 Runden K.O. Das wird dir nichts nützen, Madame. Und da ich weiß, dass du keine Volltrefferquote bei Sonja hast, werde ich einfach noch eine Runde warten. Wo ist das Problem? Ich habe Zeit, Kollege. Ich habe Zeit. Du auch? Nein. Du hast sie nicht. Aber das tut schon weh. So, hoffen wir mal, dass jetzt meine Theorie, dass Abgesang bestehen bleibt, richtig ist. Ansonsten sind wir Marsch. Ach, Megasauger, das kannst du ruhig einsetzen. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Oh, ist ein bisschen kacke, ne, so als Giflor. Ha. Sauber. Wir machen einfach mal Giftpuder. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was hat sie jetzt nicht gemacht? Was hat sie jetzt echt nicht gemacht, oder? So ein Scheiß. Jetzt bin ich pissig. Jetzt bin ich richtig pissig. Okay, Sonja, du musst noch mal ran, egal was passiert. Du musst auf jeden Fall noch mal ran. Mein Elon ist nicht kampffähig. Du schläfst. Du schläfst. Okay, Glifo, tut mir leid, aber es ist vorbei mit dir. Obwohl, er kann ja nur Megasauge, ne? Und Megasauge macht kaum Schaden.
Es ist doch nicht dein Ernst. Okay, Elon, du hast nicht viel Leben, aber du bist meine letzte Hoffnung. Der Penner beherrscht einfach mal Säure. Jawohl. Ich bin paralysiert, das ist ein ganz großes Problem. Ich muss jede Fähigkeit treffen, rein theoretisch. Ich muss jede Fähigkeit treffen! Hör mir doch zu! Shit, wie viel ziehst du mir ab damit? Zu viel. Scheiße, der mit seinem scheiß Megasauger, ne? Der wird mich jetzt richtig töten. Ich muss ihn abfackeln. Wenn ich ihn jetzt abfackel, ne? Nein! Donations, tut mir leid, aber... Ja, Gottverdammt, ja! Oh, ich hab mich gerade erst erinnert, dass ich da Windstoß habe. Alter, du Dreckspotsau! Als wüsste sie, was für einen Plan ich gehabt habe mit Abgangsbund. Diese kleine Potsau! Ich habe doch 100% gegeben, wieso hat das nicht gereicht? Weil du Scheiße bist! Es tut einem in der Seele weh, zu sehen, wie jemand so viel Talent hat und es nicht für Übeltaten einsetzt. Leute wie du werden wohl niemals begreifen, was Team Rocket so großartig macht. Zu schade auch, deine Stärke hat mir imponiert. So, wir speichern jetzt. Und ich gehe gleich ins Pokémon Center. Und dann gehen wir nämlich los und holen uns zwei neue Pokémon. Aber nicht mehr in dieser Folge, weil ich ein Arschloch bin. Und vorher möchte ich gerne gucken, wo dieser Fahrstuhl hinführt. Ich bin nämlich zu neugierig. Einmal nach unten, bitte. Aussichtsplattform. Aber wir haben unser Abgangsbund behalten. Wir haben unser Alien behalten. Wir kriegen zwei neue Pokémon. Wir haben ein Wasser. Haben wir ein Wasser-Pokémon verloren? Wir haben das Pflanzen-Pokémon und das Feuer-Pokémon verloren. Nur die Wasser-Pokémon haben wir behalten. Was ist hier oben? Wer bist du? Atlas. Okay, mehr will ich nicht wissen. Gut, Freunde, wir sehen uns morgen wieder und dann holen wir uns die Pokémon, die wir als nächstes brauchen. Und wir wissen, dass da oben wahrscheinlich dann irgendwie ein Gegner auf uns wartet oder so. Haut rein, euer Zero. Tschüss.